Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem hoffentlich ganz kurzen Ankündigungsvideo. Eine Herzenssache und was ganz Wichtiges für mich. Ich habe ein neues Projekt gestartet. Ich möchte euch in diesem Video sagen, warum ich das getan habe, wie ihr euch das vorzustellen habt und vor allen Dingen müsst ihr meine Stimme nicht länger ertragen, zumindest für diesen Kanal. Was habe ich vor und vor allen Dingen, warum mache ich das, möchte ich ganz kurz anreißen. Oder wir sagen erstmal, wie der Kanal heißt. Es ist The Apex Inspector. Und wie der Name schon sagt, möchte ich sämtliche Sachen, die es in diesem Spiel zu inspizieren gibt, eben inspizieren. Sinn hätte es jetzt vielleicht gemacht, vor Season 10 damit anzufangen, damit ich neuen Stuff hätte zeigen können. So bleibt mir jetzt wirklich erstmal nur das, was aktuell das Spiel mir bietet, bis es in Season 11 wirklich viel Neues zu inspizieren gibt. Warum mache ich das überhaupt? Ihr wisst das, oder ihr habt es gerade mitgekriegt auf meinem aktuellen News-Kanal, auf diesen hier, gibt es zurzeit nichts zu informieren, keine News-Updates, weil wir sind mitten in der neuen Season, beziehungsweise gerade mal in den ersten paar Wochen und es gibt einfach nichts zu erzählen. Und ich möchte einfach diesen Kanal so ein Stück weit nutzen, um Lücken zu füllen. Und vor allen Dingen, was auch ganz wichtig ist, das soll ein internationaler Kanal sein, auf Englisch. Der Titel wird auf Englisch sein, eine kurze Beschreibung auf Englisch. Es wird kein Riesentamtam um das Thumbnail gemacht. Und vor allen Dingen, es gibt keine Anmoderation. Ich werde nicht zu sehen sein, kein blödes Blabla hier und da. Und ich denke, ich versuche mir weitestgehend zu verkneifen, überhaupt irgendwas in den Videos zu erzählen. Was möchte ich machen? Und ich habe nämlich festgestellt, dass es einen Markt dafür gibt, dass es die Leute interessiert. Und genau deswegen möchte ich das machen. Was möchte ich zeigen? Es werden kurze Clips werden. Ich sage mal, zu 95% werden es Clips sein, die locker unter einer Minute gehen. Es wird Ausnahmen geben, wo mal ein Video deutlich länger geht. Wenn ich zum Beispiel mal eine Trailer-Compilation oder so mache. Vielleicht alle Trailer in Season 5, alle Trailer in Season 10 oder alle Trailer am Stück. Sowas könnte ich mir vorstellen. Aber inhaltlich soll es darum gehen, eben wie der Name der Apex Inspector schon sagt, ich möchte Sachen inspizieren. Wie zum Beispiel, es gibt ein neues Erbstück von Rampart in dieser Season. Dann zeige ich euch das, wenn ich es denn selber habe. Ich möchte mich natürlich möglichst an meinem eigenen an meinem eigenen Account bedienen. Zum Beispiel das Revenant-Erbstück würde ich zeigen, alle drei Revenant-Animationen des Erbstücks. Und dann ist das Video auch schon vorbei. Oder ich zeige, was habe ich denn hier aufgeschrieben? Ich zeige euch alle Skydives einer Legende. Dann ist das Video vorbei. Alle E-Mods zum Beispiel einer Legende. Immer nur kurz und knapp. Oder es gibt seltene Nachladeanimationen. By the way, die G7 hat ein extrem seltenes oder eine extrem seltene Nachladeanimation. Ich saß vorhin fast eine halbe Stunde und habe diese Nachladeanimation nicht triggern können. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, habt ihr die schon mal gesehen beziehungsweise vielleicht selber zufällig bei euch mal mitbekommen. Ich versuche dieses Video auf jeden Fall auf diesem Kanal zu zeigen. Ich habe es innerhalb einer halben Stunde leider nicht hinbekommen. Einfach nur, damit ihr grob mal wisst, was auf euch zukommt. Der Kanal ist vielleicht gerade mal so 3-4 Tage alt. Ich habe schon so 8-9 Videos, die dort drauf sind. Noch nicht alle sind veröffentlicht. Ich werde dort auch natürlich, wie gesagt, Trailer zeigen. Wenn ein neuer Trailer rauskommt, kommt er auch auf dem Kanal. Natürlich auf dem Hauptkanal bleibe ich weiter aktiv. Bloß auf dem Hauptkanal werde ich natürlich ins Detail gehen, werde euch den Trailer zeigen, eine Analyse. Das wird es auf diesem neuen Kanal nicht geben. Und was habe ich noch vor Leaks, möchte ich auf diesem Kanal zeigen. Wie aktuell habe ich ein paar Videos über dieses Projekt von diesen verschiedenen Leuten gezeigt, diese Programmierer und Dataminer, die World's Edge After Dark auf einem extra Server zeigen wollen und so weiter. Dort habe ich zum Beispiel die einzelnen Videos, die veröffentlicht wurden, aufgelistet und hochgeladen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, alles kurz und knapp. Und ich möchte mich wirklich nur dann bei anderen bedienen, wenn ich es selber nicht in der Hand habe, dies irgendwie zu zeigen, weil ich es nicht erstellen kann oder erspielen kann. Und das ist der Inhalt dieses Kanals. Wie gesagt, es gibt ungefähr 8-9 Videos vielleicht schon. Meine Bitte an euch wäre, abonniert diesen Kanal. Schaut am besten, wenn ihr mögt, ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn es nicht interessiert, könnt ihr natürlich auch gerne die Finger davon lassen, das ist natürlich völlig verständlich. Am besten die Videos alle gucken, gerne kommentieren, wenn ihr mögt, müsst ihr nicht, ob Englisch oder Deutsch, vollkommen egal, wie gesagt, er soll international sein, weiß ja nicht gleich jeder internationale Mensch, dass es ein deutscher Kanal ist, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich werde versuchen, täglich ein Video hochzuladen, hier und da habe ich auch schon 2 oder 3 Videos hochgeladen, weil es wirklich hunderte Sachen zu inspizieren gibt. Ich habe extrem viele Ideen. Aktuell ist es natürlich logisch, dass viel alter Kram kommt, weil bis Season 11 ist es jetzt wieder eine Weile hin. Alles, was neu ist, kennt er wahrscheinlich schon, aber vielleicht ist das ein oder andere dabei, was er noch nicht kennt. Ich habe auch mein allererstes Video, das ist so eine Art Tipps und Tricks Video. Ich zeige innerhalb von 30 oder nicht mal 40 Sekunden die drei verschiedenen Wege, das
Jump-Pad von Octane zu benutzen. Einfach nur mal, damit ihr grob wisst, um was es geht. Macht euch selber ein Bild, ich würde mich drüber freuen. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Dass da nicht jeder von Freund ist, ist natürlich auch völlig klar. Finde ich auch nicht weiter dramatisch. Das war's von mir. Ich freue mich weiterhin auf euch. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.